Weihnachten, das Fest der Liebe. Zeit für Besinnlichkeit und Scheiße. Na, wer stört? Ruprecht! Ja. Der Weihnachtsmann ist ein knallharter Geschäftsmann geworden. Schon seit Jahren leitet er eine kommerzielle Geschenke-Auslieferungsfirma. Ihr Name? Aberwitziges Monopol akkumuliert Zaster ohne Nächstenliebe. Abgekürzt Amazon. Ja, dank Amazon kann ich mein Monopol am Nordpol so richtig zu Kohle machen und die Konkurrenz mache ich platt. Hier. Tja, ich öffne jeden Morgen ein Türchen an meinem Insolvenzkalender. Mal gucken, wen ich heute in die Pleite getrieben habe. Ah ja, die Bücherstube Wolfenbüttel. Oh. Doch damit nicht genug. Um noch mehr Gewinn zu machen, verlegte der Weihnachtsmann sein Logistikzentrum vom Nordpol in ein Gewerbegebiet bei Bad Hersfeld. Vor allem die Heizkosten am Nordpol, ne, ist echt die Hölle. Ich habe das eine Zeit lang mit Wärmedämmung versucht, aber das sah irgendwie scheiße aus. Und jetzt habe ich da nur noch eine Briefkastenfirma. Vor allem aus steuerlichen Gründen. Als nächstes entließ der Weihnachtsmann seine alte Belegschaft. Jahrelang habe ich mir für den fetten Sack am Nordpol den Arsch abgefroren und Rentierscheiße geschaufelt. Und jetzt, wer nimmt mich denn noch? Ich meine, ich bin 182. Der Weihnachtsmann kann nun bei Amazon menschliche Arbeiter ausbeuten. Die sind billiger und man braucht zum Antreiben lediglich eine etwas längere Route. Moment mal, ist meine Route überhaupt lang genug? Die Route wird berechnet. Der Weihnachtsmann hat alle konkurrierenden Geschenkelieferanten vom Markt verdrängt. Bis auf das Christkind. Na, mit dem Flittchen werde ich auch noch fertig. Gucken Sie mal hier. Christkindl, Glühwein, aber... Genau, ja. Christkindl. Und für das Wort Kindl habe ich mir das Copyright sichern lassen. Naja, ich habe die Schlampe verklagt. Und ab jetzt darf sie sich nur noch Christel nennen, sonst wird's richtig teuer. Aber sagen Sie, Ihren schönen Schlitten mit den süßen Rentieren, den haben Sie doch schon noch, oder? Naja, irgendwie haben die sich nicht mehr rentiert und dann habe ich sie outgesourced. Der Weihnachtsmann und sein Amazon-Monopol. Eine Erfolgsgeschichte des Kapitalismus.